Oh, das ist ja nett. Muss ich nicht eigentlich mal den Spielsound ein bisschen leiser stellen, nicht, dass er zu laut ist oder so? So. Oh, wir haben halt noch niemanden am Mahn, also von daher. Das wollte ich gar nicht zeichnen. Weg Raus. damit. So. Erinnert mich jetzt nicht verlocken, auch zu melden. Nein, nein, das haben wir beim letzten Mal schon gemacht. Der Witz wird alt sonst. Was, er Nee, wird neu? das soll blau sein. Wasser. Also, das ist der Marianengraben, der ist tief, oder? Was ist das Gegenteil von tief? Ja, genau. Hochspannung. Oh, die hatten doch letztes Mal irgendwas mit dem Wort mit Hoch. Hochhaus? Hoch. Hochkultur. Hoch. Fahren. Hoch. Es ist wirklich ein Hochhaus, ne? Das muss man einfach mal anerkennen. Hoch. Oh, Murphy, also, wenn sie jetzt nicht drücken, dann. Ach Was? so, das war aus Versehen. Ja, das ist jetzt eine Zeitung, ne? Es gibt die Spiegel, es gibt zum Beispiel auch die Bild oder die Zeit. Und ja. Schade. Ja, ich wollte gerade sagen, das habe ich auch. Ja, die Kostverächter unter euch Das werden hatten sich wir auch nicht schon letztes Mal. dieses Stück Boah. Essen verschmähen. Ich hab doch gesagt, irgendwas mit Hoch hatten wir schon mal. Hab ich sogar gezeichnet. Irgendwie nicht mein Tag bisher. Aber gut gesehen, und wir machen auch das seit 12 Minuten, also Ich glaube, es hakt. Ach so, das, weil das Wort zu schwer ist wahrscheinlich. Ja. Es ist wenigstens kein Rechtschreibfehler drin. Oh. Ja, alles gut. Feuer. Ja, das ist Gelber. Feuer. Aber wie ist Feuer? Feuer ist nicht kalt. Ach, Feuer ist Feuer, Wasser. heiß Wasser. Heiß Wasser ist da dran. Heiß, was? Heiß waschen? Aber nur zur Demonstration mache ich das Wasser nochmal. Heiß plus Wasser. Wasser, Und dann Eis. kommt noch was dazu, plus. Heiß, Wasser. Da müsst ihr ein Synonym dafür nehmen. Heißwassertopf. Das ist eine Toilette. Heißwasserklo. Heißwasser. Jetzt ist sowieso wie was Abwegiges. Weißt du noch, wie bei. Ja. Wie bei Abseien, ja. Was Aber. macht denn der Zeppelin da? Ein Da zweites springt. Okay, hieß es. Wie nennt man den Klo manchmal so in der asozialen Sprache? Nicht Beule, Latrine. nicht Beule, sondern. Was wollen Sie von mir? Ich hab völlig bekommen. Boiler. Heißwasserboiler. Heißwasserboiler ist fast richtig. Das Ja, ist richtig, oder? da zeigt sich es aus, wenn man Heißwasser die ganze Zeit schon stehen hatte. Heißwasser. Heißwasser. Boiler. So ist Sie das. haben aber Ich nicht zeig's das Boil. doch Sie haben gleich. nicht Heißwasserbräuler geschrieben, oder? Nein, der hat bestimmt Beule wie Beule geschrieben. Boiler wie Beule. Ich stehe Heißwasserbräuler. dazu, ja. Was? So fängt man. Also ich kenne das entweder auseinandergeschrieben oder mit dem drittletzten Buchstaben als F, aber gut. Okay, das heißt, wir haben verkackt. Ja. Ich weiß nicht, ob das Okay. so, ich weiß nicht, ob es das so gibt. Wahrscheinlich ist seine Rechtschreibung einfach Ja, Katastrophe. übrigens, dieser Mann, der hat einen Gendefekt, der verfügt über keinen Hals, wie man sieht. Das ist sehr traurig eigentlich. Ich verfüge auch über Ja. keinen Hals. Das hat So, nicht und dann viel. hat er hier noch irgendwie wieder seine Beine so, ja kurz. Also der sieht mega gut aus. Jedenfalls ist hier noch so ein anderer Typ hier und der hat hier so eine Hand, ne? Ja. Ja, guck mal, jetzt hat der ist hier irgendwie noch mit dem Kopf so hier so, guck mal, hallo, So, und die hat noch ein Gesicht. Das ist ein Elefant. So, Dazu muss ich fragen, hat er seine Beine trainiert? warum? Das ist nicht wichtig, die Stelle ist wichtig da. Okay, das ist der Schwitzkasten. So ähnlich. Das Naja, also ist. nicht der Schwitzkasten, also die Stelle da. Ja, das Oh, ist der sogenannte jetzt hat er Rutscher. den Pfeil im Gesicht, ich weiß nicht, ob das gesund ist oder nicht. Versuchter Totschlag. Schulterkloppen zusammengeschrieben. Oh nein! Was ist Doch, ich war das? als erster, cool. Ja, Schulter, ich kenne so Schulterklopfen, aber nicht Ah, kennst so du. kloppen, nicht kloppen. Was ist das denn für ein Ja, ich habe Fail? gesagt, ich kenne das nur eigentlich mit F als drittletzten Ja, ich Buchstaben. kenne das auch mit F. Schulterkloppen. Ich würde einfach mal sagen, diesen Baum habe ich sofort erkannt. Nee, doch nicht. Baum. Reim auf dieses Wort wäre Friedrich, niedlich. Ja, reicht jetzt Fossil. erstmal als Tipp. Ach so, das Reim ist ja in der Rap-Sprache, da müssen sich beide Silben ungefähr gleich anhören. Also von Ja, daher. beziehungsweise drei oder vier oder. Reim auf friedlich. Dienlich, besinnlich? Nein, besinnlich nicht. Versuch du Nee. wenigstens irgendwas. Ich glaube, keiner von euch guckt Drawn Together, oder?
Schade. Dienlich, spienlich, späßlich, dusselig, nein. Ja, dusselig reimt sich total gut auf lieblingsspäßig. Ja, lass mich doch überlegen. Das ist keine Hose, sondern ein Herz. Das ist bestimmt euch nicht entgangen. Lieblich. War lieblich nicht auch mal ein Synonym? Nee, ne? Nee. Zeig mal dein Lieblich. So. Nein, ich will das nicht zeichnen. So. Da ist jetzt ein Mann oder eine Frau oder sucht euch das aus. Und der, ja, eine Hand. Und da ist ein Ring dran. Und ja. Ringlich. Chinesisch würde man wohl sagen dazu Ling. Und ja, dieses Herz, das symbolisiert Liebe, beziehungsweise Lieb, wenn man es genau nimmt. Ja, Liebling. Jetzt aber schnell. Boah, willst du mich verarschen, was die ganze Zeit gesagt hast, ist irgendwie niedlich. Oh, was denn? Ich hab gedacht, das ist ein Adjektiv. Du darfst nicht so denken. Nein, darfst du nicht so eine scheiß Tipps geben. Na, du denkst einfach an so festgefahrenen Mustern, wer sagt denn, dass Adjektiv sich nur auf Adjektiv reimt? Weil die ganze Zeit davor. Warum bist du raus aus deiner hängen gebliebenen Welt? Was ist das? Ein Trampolinspringen. Er ist vom Boden abgehoben. Ja, wie gibt es andere Wörter? Also da gibt es mehrere Wörter, so springen oder. Oder Jumpen. Eins davon wird gesucht. Okay, hüpfen. Ja, hüpfen war's? Ernsthaft? Krass. Das bin ich schon. Wie gesagt, eins davon wird gesucht. Sie haben vollkommen recht. Oh. Was ist das denn für ein Wort? Hey, wieso? Achso, hatte weiß ein Joke, weil ich dran bin und Finger. Das ist ein Vogel, das erkenne ich auf den ersten Blick. Ja. Das ist gar nicht mal so unfalsch. Was könnte das sein? Es ist ein Vogel. Was? Wie gut er ist. Warum? Ne, Moment, wer ist denn im Käfig so? Guck mal, die Tür ist viel zu klein, da kommt er eigentlich gar nicht durch. Ich bin der Babbo von diesem Spiel. Ja, wir haben vollkommen recht. So, und die Gitterstäbe sind eigentlich auch kaputt. Der könnte eigentlich rausfliegen, man ist ja dumm. Es ist doch dieser legendäre Käfig. Ach, goldener Käfig. Goldener Käfig oder so. Golden Käfig? Ja, es ist dieser legendäre Käfig, Sie haben recht. Einfach Käfig! So, okay. Sie können gar nicht. Sie sind aber ganz schön... Wow. Wem war das gerichtet? An euch beide. An alle. Der Tape hat sie verändert. Ey! Ich hantiere doch nicht mit Buchstaben. Ja. Oh. Oh. Das ist aber... Okay, Ein missratenes E. Ich wollte ja, mal... wie zeichnet man einen soliden Untergrund? Keine Ahnung, das ist die Erde. Da sind wir uns alle einig. Wie mache ich das? Soliden. Das ist die Erde. Die Erde. Was war dies? Ein Buch. So. Angenommen, Rainer Kallmund. Du sollst doch nicht immer Hochzeitsworte zeichnen. Ja, die Statue ist ungefähr getroffen. Nein, das ist nicht. Hüpft jetzt ununterbrochen permanent auf die Erde. Oh, wie heißt dann das? Dann ergibt sich ein gewisses... Oh, ich weiß nicht, Seismologe oder so ein Scheißschlag. Was geht? Epizentrum. Was ist das denn? Ach, diesmal kann Murphy es nicht als erster erraten. Heiß, Wasser, Boiler. Oh, aber sehr viel. Wow, okay. Man sollte Rückenkrankheiten schon ernst nehmen. Nein, deswegen etwas anderes. Das ist ein Tausendfüßler. Gas. Poop. Das ist aber Englisch. Also ihr müsst das erste Wort auf Englisch wählen und vielleicht auch ein bisschen anders. Ja, gefunden. Ja, ich meine, okay, gibt nicht zu viele Tipps, denn man muss selber drauf kommen. Fahrrad. Naja. Fahrradschrift. Aber das ist dann eine Person. Also eine Person.
so. Ah. Ob es dieses Wort überhaupt in der Kombination gibt, weiß ich nicht. Was soll das überhaupt sein? Erklär mal jetzt. Also er ist ja gerade am Farten. Also Farten kann man schon mal safe dazu nehmen. Wie nennt man einen Kugel... So ein Stift ist das, so ein Kugel... Keine Ahnung. Kugelschreiber. Aber es ist kein Kugelschreiber, es ist ein... Pencil, Pen. Ja, ein Fahrtenschreiber. Was? Ernst? Sag mal, nur noch 2 Sekunden. Fahrtenschreiber! Ich hab vorhin Fahrtschreiber geschrieben, er hat nicht richtig genommen. Also er hat nicht mal was dazu gesagt, dass Fahrtschreiber fast richtig ist. Was ist das denn? Das hol ich noch. Ja. Du. Könnte alles sein. Ja. Oh. So, hier machen. Wow, das ist eine Banane. Ja, das ist auf jeden Fall eine Banane. Weil man könnte doch einfach sagen, dass ich keine Ahnung habe, wie man sowas zeichnet. Das könnte man auch sagen. Ist das die Flagge von irgendeinem Land? Ich bin fast richtig. Ich weiß nicht, was du geschrieben hast. Du musst den ersten Buchstaben ändern. Was muss ich ändern? Warte, ich... Was? Oh, danke. Okay. Danke. Cool. Wahrscheinlich wäre ich sogar Erster gewesen, also die Tipps. Ach, ist mir egal, es war lustig. Was für eine Show. Oh. Ich habe meinen ersten Rang für den Gag ausgegeben. Darauf warten. Das tanzt Ich komme hungrig und gestärkt aus der letzten Runde zurück. Man muss einfach mal sagen, ich muss aufholen. Ja? Geht so nicht weiter. Es gibt keine andere Wahl. Ich kann mich bei diesem Projekt nicht so bloßstellen lassen von diesem gewissen. Das ist ein sehr prestigeträchtiges Duell. Nee, wie heißt das überhaupt? Meinst du, er guckt die Folgen später, dann kann ich ihn jetzt beleidigen, dein Spaß. Ich?